Hallo Aktienfreunde, jetzt im Dividendencheck der IT-Dienstleister Automatic Data Processing, kurz ADP. Gleich erfahrt ihr, wie viele Punkte die Aktie holt und außerdem am Ende des Videos, ob die Aktie aktuell günstig bewertet ist. Zuvor aber noch der Hinweis, dieses Video dient nur der Information und gibt keine Handelsempfehlung. So, legen wir los. Erst kurz zur Dividendenrendite und die liegt aktuell bei 2,2%. Jetzt zum ersten Kriterium. Wo liegt die aktuelle Ausschüttungsquote auf den Gewinn der Aktie? Also hier haben wir aktuell einen Wert von 63% und das ist im guten Bereich, würde ich sagen, und gibt daher einen halben Punkt. Das zweite Kriterium. Wo liegt die aktuelle Ausschüttungsquote auf den Free Cashflow der Aktie? Hier schaut es noch besser aus, denn hier liegt der Wert momentan bei 54% und das ist auf jeden Fall auch gut, würde ich sagen, und gibt daher auch einen halben Punkt. Dann zum dritten Kriterium. Hat die Firma in den vergangenen 10 Jahren regelmäßig Dividenden ausgeschüttet? Auch hier schaut es gut aus, denn die Dividende ist in den letzten 10 Jahren angestiegen, und zwar von 1,25 Dollar auf 3,66 Dollar je Aktie. Und in diesem Zeitraum gab es auch keine einzige Kürzung der Dividende. Und daher gebe ich hier einen vollen Punkt. Dann zum vierten Kriterium. Hat die Firma in der letzten großen Crashphase regelmäßig Dividenden ausgeschüttet? Kurz vor der Finanzkrise bis kurz danach ist die Dividende angestiegen, und zwar von 71 US-Cent auf 1,19 Dollar die Aktie. Und auch in diesem Zeitraum gab es keine einzige Dividendenkürzung und daher gebe ich hier ebenfalls einen vollen Punkt. Dann zum fünften Kriterium. Wie stark war das Dividendenwachstum in den letzten 5 Jahren? Und hier ist die Dividende im Durchschnitt 13,4% angestiegen in den letzten 5 Jahren, und das ist ein sehr guter Wert, würde ich sagen, und gibt daher ebenfalls einen vollen Punkt. Dann zum sechsten Kriterium. Wie soll sich die Dividende laut aktueller Prognosen entwickeln? Und die Analysten erwarten hier momentan eine Dividendensteigerung, und zwar von 3,66 Dollar auf 3,82 Dollar je Aktie. Und das gibt natürlich ebenfalls einen vollen Punkt, da es hier momentan gut ausschaut. Dann zum letzten Kriterium. Wie entwickelt sich voraussichtlich der Gewinn des Unternehmens im folgenden Geschäftsjahr? Und hier erwarten die Analysten momentan eine Gewinnsteigerung, und zwar soll der Gewinn je Aktie von 5,70 Dollar auf 5,91 Dollar je Aktie ansteigen, so zumindest die aktuellen Schätzungen. Und da es hier momentan ebenfalls gut ausschaut, gibt es hier auch nochmal einen vollen Punkt. Und damit kommen wir zum Gesamtergebnis, und hier holt ADP bei meinem Dividendencheck insgesamt 6 Punkte von 7 maximal möglichen Punkten, also ein sehr gutes Ergebnis, und in meiner Sicherheitscheckup landet die Aktie damit natürlich auch auf der besten Stufe. Also können wir unterm Strich festhalten, dass die Dividende der ADP-Aktie insgesamt sicher zu sein scheint, würde ich sagen, zumindest laut meinem Dividendencheck. So, dann noch zur Rangliste aller bisher gecheckten Aktien in meinem 7-Punkte-Dividendencheck, und hier landet die Aktie momentan auf dem dritten Platz. Den teilt sie sich mit ein paar anderen Aktien. Also hier werde ich die Aktie einordnen, und insgesamt gibt es bei meinem Dividendencheck 16 Plätze. Und die Rangliste könnt ihr übrigens auf meiner Webseite abrufen, und den Link dazu findet ihr direkt unter dem Video. So, dann checke ich jetzt noch, ob die Aktie aktuell günstig bewertet ist, und das Ganze mache ich im Aktienfinder, und die Grafik faire Werte habe ich hier schon aufgerufen zur ADP-Aktie, und hier seht ihr zum einen mal den Kurs hier anhand der schwarzen Linie, und zwar ungefähr von 2008 bis hier Mitte Februar 2021, und dann seht ihr noch anhand der gestrichelten Linie den Verlauf des fairen Werts nach dem bereinigten Firmengewinn, und dann noch anhand der blauen Linie den fairen Wert anhand der Dividendenentwicklung. Und hier können wir jetzt schön erkennen, dass der aktuelle Kurs momentan oberhalb der beiden anderen Linien liegt. Also scheint die Aktie momentan überbewertet zu sein, wenn auch nicht stark, aber doch überbewertet. Zumindest hier gemessen am fairen Wert der Dividende und am fairen Wert des bereinigten Gewinns. So, dann zum Abschluss noch der Hinweis, mein Check gibt nur eine Einschätzung zur Aktie anhand der analysierten Kriterien, und diese Einschätzung
kann sich natürlich auch als falsch herausstellen. Dann macht's gut, bis zum nächsten Video.